Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt den Auftrieb an einem Tragflügel, an einer Tragfläche eines Flugzeugs erklären. Und hier gibt es oft viel zu stark vereinfachte Erklärungen, die nur mit Bernoulli argumentieren. Und dabei wird immer davon ausgegangen, dass die Luft, wenn sie hier entlang einer Tragfläche strömt, oben den weiteren Weg zurücklegen muss und deshalb oben schneller wäre. Das stimmt aber so als Argumentation nicht, denn wenn wir uns hier das Strömungsprofil um eine solche Tragfläche herum mal anschauen und wenn ich jetzt hier Punkte einblende, mit denen wir die Luftteilchen auf der Stromlinie verfolgen können, dann sehen wir, dass die Luft auf der Oberseite des Flügels in der gleichen Zeit sehr viel weiter vorankommt als auf der Unterseite des Flügels. Und das heißt, dass die Annahme, dass beides gleichzeitig aufeinander trifft, hier falsch ist. Und wir können aus solch einer falschen Annahme natürlich dann auch keine Schlussfolgerungen über die Geschwindigkeit der Luft oberhalb des Flügels und unterhalb des Flügels ziehen. Auch in diesem sehr schönen Experiment hier von der University of Cambridge sehen Sie anhand dieser Rauchfahnen, die den Stromlinien folgen, sehr deutlich, dass die verschiedenen Luftschichten oberhalb und unterhalb des Flügels hinten nicht gleichzeitig ankommen. Wir können aber mit den Drücken selbst argumentieren und dazu habe ich jetzt hier die Druckverteilung eingeblendet und die können wir uns aus der Krümmung der Stromlinien herleiten. Immer wenn Stromlinien gekrümmt sind, dann muss es einen Druckgradienten geben. Hier unten haben wir eine Krümmung in dieser Richtung und einen Druckgradienten in dieser Richtung, hier oben in diese. Und damit ergibt sich hier ein Druckgradient und dann hier ein Überdruck vor dieser Tragfläche an diesem vorderen Staupunkt. Sie können sich das so vorstellen, dass diese Luftteilchen, um abgelenkt zu werden, einen Überdruck auf dieser Seite brauchen, die die Teilchen nach oben lenkt. Wenn dann die Krümmung übergeht in eine Krümmung in dieser Richtung, wo der Mittelpunkt hier unten liegt, dann muss es einen Druckgradienten in dieser Richtung geben. Und da wir wieder hier oben im Unendlichen bei unserem Umgebungsdruck ankommen müssen, bedeutet das, dass wir hier auf der Oberseite einen Unterdruck haben müssen. Sie können sich das vorstellen wie beim Rennrodeln auf so einer Eispiste, dass wir eine Steilkurve brauchen in dieser Richtung, hier also den erhöhten Druck, damit das Teilchen nach oben abgelenkt wird und dann eine Steilkurve in der entgegengesetzten Richtung, das heißt eine Druckzunahme nach oben, damit der Rodelschlitten hier auf dieser Kurve wieder in dieser Richtung der Tragfläche folgt. Sie sehen auch hier auf der Unterseite der Tragfläche haben wir eine leichte Krümmung in dieser Richtung und das führt zu einem Druckgradienten, der hier von unten nach oben verläuft. Er startet wieder bei unserem Hintergrunddruck und führt dann zu einem Überdruck auf der Unterseite unserer Tragfläche, sodass wir oben einen Unterdruck und unten einen Überdruck haben, den man allein aus der Krümmung unserer Stromlinien schon erklären kann. Jetzt müssen wir uns aber das Heck des Flügels hier noch ganz genau anschauen. Und da kommt die Reibung ins Spiel. Prandtl hat 1904 festgestellt, dass man bei hohen Reynolds-Zahlen und entsprechenden Abmessungen und Geschwindigkeiten alles, was mit Reibung zu tun hat, mit einer dünnen Grenzschicht beschreiben kann, die dicht an der Oberfläche eines solchen Flügels verläuft und natürlich auf der Unterseite auch. Wir haben dann ein Anhaften der Flüssigkeitsteilchen oder Luftteilchen direkt an der Oberfläche und dann eine schnelle Geschwindigkeitszunahme, die dann in die normale Geschwindigkeit des reibungsfreien Fluids übergeht. Das ist unsere Grenzschicht, bis das ungefähr 99% dieser Geschwindigkeit erreicht hat. Und außerhalb dieser sehr dünnen Grenzschicht können wir alles als reibungsfreies Fluid, als reibungsfreie Luft beschreiben. Und das tun wir mit einer Potentialströmung, das heißt, wir können ein Geschwindigkeitspotential einführen. Wenn wir jetzt so eine Tragfläche aber mit einem vollkommen reibungsfreien Fluid rechnen, dann sehen Sie, dass wir hier vorne zwar das gleiche Bild bekommen, was wir eben auch gesehen haben mit einem vorderen Staupunkt, dass wir aber hier auf der Rückseite auch einen Staupunkt sehen, der jetzt aber auf der Oberseite des Flügels sitzt und dass wir hier ein Umströmen, ich zeige es besser so, ein Umströmen der Heckkante haben, die dann wieder in eine
horizontale Strömung übergeht, so wie die Luft hier vorne eingeströmt ist. Bei so einem Stromlinienbild entsteht überhaupt kein Auftrieb, weil wir hier vorne zwar einen Wirbel haben, der uns eine Auftriebskraft hier vorne erzeugt, hier hinten aber einen entgegengesetzten Wirbel haben, der uns hier oben einen Überdruck erzeugt, der diese Auftriebskraft gerade wieder zunichte macht und alles, womit wir enden würden, wäre ein Drehmoment auf diesen Flügeln. Diesen Effekt der Staupunkte können wir auch schön sehen, wenn wir uns die Umströmung eines solchen Zylinders hier anschauen. Hier kommt die Luft rein, wir haben die gekrümmten Stromlinien, wir haben den Überdruck hier und einen Staupunkt. Dann haben wir hier die Umströmung mit diesen gekrümmten Stromlinien und entsprechenden Unterdruck an den Seiten dieses Zylinders und dann wieder das laminare Zusammenströmen mit dieser Krümmung, die letztlich dann über die Druckgradienten auch hier hinten zu einem hinteren Staupunkt führt. Wenn wir jetzt die untere Hälfte dieser Kugel abschneiden, denkt man, die Luft hier unten käme sehr viel schneller vorbei als die Luft, die oben rüberströmen muss. Aber Sie sehen, dass die Staupunkte jetzt nach oben springen und dass wir dann eine Strömung haben, bei der die Luft, die unten lang strömt, hier entsprechend auch einen weiteren Weg zurücklegen muss und entsprechend auch verlangsamt wird und wir hier hinten wieder ein Zusammenströmen der Luft haben. Gleichzeitig sehen Sie aber auch, dass wir keine Ad-hoc-Aussagen zu der Geschwindigkeit machen können oder zu der Zeit machen können, mit der hier hinten die Luftteilchen ankommen. Sie sehen hier anhand der Punkte, dass es eine erhebliche Verzögerung gibt bei den Teilchen, die hier in der Nähe der Oberfläche an unserem Körper reibungsfrei vorbeigeströmt sind. Das heißt, entgegen dieser intuitiven Annahme ist es nicht so, dass die Luft hinter einem Körper, der reibungsfrei umströmt wird, unverändert ankommt, sondern es kommt zu erheblichen Verzögerungen und das passiert durch die Gebiete hohen Druckes, wo die Geschwindigkeit der Luftteilchen sehr viel langsamer ist und es damit zu starken zeitlichen Verzögerungen kommt, die dann in den Gebieten großer Geschwindigkeit nicht mehr aufgeholt werden können. Sie können das vergleichen mit dem Fahren auf der Autobahn. Wenn Sie die halbe Strecke im Stau gestanden haben, können Sie das nicht mehr dadurch aufholen, dass Sie die zweite Hälfte der Strecke mit doppelter Geschwindigkeit fahren, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit eben das zeitliche Mittel und nicht das Streckenmittel ist. Und jetzt kommt die Grenzschicht ins Spiel und bei der Umströmung unserer scharfen Heckkante, da wird lokal die Geschwindigkeit extrem groß. Sie können sich das hier als Ausschnitt aus einem Potentialwirbel vorstellen, der hier in der Mitte eine Singularität mit unendlicher Geschwindigkeit besitzen würde. Und damit haben wir hier sehr starke Scherkräfte in der Luft, die zu sehr starker Reibung führt. Und damit schafft es die Luft hier nicht, um diese scharfe Heckkante herumzuströmen. Das heißt, durch die Reibung verliert die Luft erheblich an Geschwindigkeit und dann schafft sie es nicht mehr, hier gegen den Überdruck oberhalb des Flügels anzulaufen. Das heißt, sie wird hier abgelenkt und nach außen weggedrückt, genauso wie Prandtl das hier in dieser Abbildung 1904 dargestellt hat. Und das führt dazu, dass dieser Heckwirbel, den wir hier am Ende dieses Flügels haben, sich von diesem Flügel beim Starten eines Flugzeugs ablöst und am Flughafen zurückbleibt. Und das kann letztlich wieder dazu führen, dass nun über die gesamte Oberfläche des Flügels die Luft laminar strömt und dann die Luftschichten von unterhalb des Flügels und oberhalb des Flügels so glatt zusammentreffen. Und das nennt man die Kutter-Bedingung, die auch um die Jahrhundertwende von Kutter formuliert worden ist, dass es kein Umströmen der Kante gibt, dass es hier keine erheblichen Druckunterschiede gibt und dass die Luftschichten ungefähr mit gleicher Geschwindigkeit hier abströmen. Das heißt, nur durch eine scharfe Kante am Heck des Flügels, was das Umströmen mit unserer dünnen Grenzschicht unmöglich macht, wird es möglich, diesen Heckwirbel von der Tragfläche zu lösen und damit zu einer laminaren Strömung hier um den Flügel zu kommen,
die letztlich einen gesamten Auftrieb an Ertragfläche erzeugt. Ich habe nun versucht, diese Kutterbedingung dadurch in meiner Rechnung, in meiner Potentialströmung zu symbolisieren, dass ich hier hinten an die Tragfläche noch eine ausgedehnte Platte montiert habe, sodass eben die Luft an dieser Platte geradlinig vorbeiströmen kann. Damit gebe ich zwar die Richtung der Strömung vor, aber weder die Geschwindigkeit noch den Druck hier auf diesen beiden Seiten von dieser Platte. Sie sehen jetzt deutlich, dass jetzt dieser Heckwirbel am Ende dieser Platte zu sehen ist und wir können uns dann diese Platte wegdenken und uns vorstellen, wie dieser Heckwirbel am Flughafen zurückbleibt. Das heißt, jetzt ist nur noch dieser Frontwirbel im Spiel, der jetzt von der Ausdehnung um diese ganze Tragfläche verläuft. Und das führt letztlich zu einer Zirkulation der Luft um diese Tragfläche. Das heißt, zusätzlich zu einer normalen Strömung ohne Zirkulation, ohne Wirbelstärke, kommt es jetzt zu einer Zirkulation. Und das ist sogar in einer Potentialströmung erlaubt, solange die Fläche nicht einfach zusammenhängend ist, sondern in diesem Fall hier zweifach zusammenhängend um diese Tragfläche herum und die Wirbelstärken. Und die Punkte mit Rotation ungleich 0, die liegen dann alle auf dieser Tragfläche und nicht in der umgebenden Luft. Wir haben letztlich einen Sprung in unserem Geschwindigkeitspotenzial hier hinten an unserer Platte, aber das stört uns nicht weiter in der Rechnung. Diese Zirkulation um diese Tragfläche herum, die führt letztlich zum Auftrieb. Ja, und mit der Kutter-Joukowsky-Beziehung, die ich Ihnen hier oben eingeblendet habe, können wir jetzt sogar den Zusammenhang ausrechnen. Da steht die Zirkulationsstärke groß Gamma, die man ausrechnet, indem man ein Linienintegral hier um den Flügel ausrechnet. Und ich habe das gemacht, indem ich hier einfach durch meine Platte hindurch gestochen habe und den Sprung im Geschwindigkeitspotenzial ausgespart habe. Und dann geht noch die Dichte ein. Und dann bekommen wir die Auftriebskraft FA auf der linken Seite dieser Formel, die direkt proportional ist zu dieser Zirkulation um diesen Flügel. Und diese Kutter-Joukowsky-Formel, die können wir tatsächlich mit Bernoulli herleiten, wenn wir uns die Strömung aus einer transversalen Strömung und einer zirkulierenden Strömung zusammengesetzt vorstellen, dann gibt hier gerade die Zirkulation die Differenz der Geschwindigkeiten oben und unten an und dann über die Länge integriert, kriegen wir mit Bernoulli genau heraus, dass wir einen Auftrieb in dieser Richtung erfahren. Aber ohne die Kutterbedingung hier am Ende des Flügels bekämen wir eben eine Zirkulation vorne und eine Zirkulation hinten, die sich gerade kompensieren und damit keine Gesamtzirkulation und damit keine Gesamtkraft nach oben erzeugen können. Am Ende können wir uns noch anschauen, dass die Luft hier nach unten abgelenkt wird, also schräg nach unten strömt. Bei mir ist es durch die Platte erzwungen, aber auch wenn man das ganz normal ausrechnet, durch die Strömung, die jetzt hier auf der Oberseite des Flügels nach unten kommt, wird die Luft nach unten abgelenkt. Und dann können wir mit dem dritten Newtonschen Axiom die Kraft, die die Luft auf den Flügel ausübt und die nach oben zeigt, eine Gegenkraft zuordnen, die der Flügel auf die Luft ausübt, die sich hier unterhalb des Flügels befindet und damit dann nach unten beschleunigt wird, während der Flügel hier nach oben die Kraft erfährt, die entgegengesetzt der Gravitationskraft des Flugzeugs wirkt. Und diese hinter dem Flügel nach unten strömende Luft, die muss natürlich dann irgendwie wieder ausgeglichen werden. Und es gibt tatsächlich hinter dem Flügel einen Luftstrom nach unten, der dann durch Wirbel ausgeglichen wird. Ich zeige Ihnen das vielleicht lieber so. Wir haben also einen Luftstrom nach unten und wir haben dann einen Wirbel, der hier die Luft von außen dann wieder nachströmen lässt. Und man kann sehr schön in Fotos sehen, wenn Flugzeuge durch eine Wolkenwand fliegen, dass diese Wirbel, großen Wirbel hinter diesen Flugzeugen tatsächlich existieren. Man nennt das auch eine Wirbelschleppe, die das Flugzeug hinter sich herzieht. Und die schließt sich sogar dann hinten wie so ein Hufeisen. Das heißt, wir haben eine Strömung in diese Richtung
und dann auch nochmal in diese Richtung, sodass dieser Luftstrom, der durch die Gegenkraft hier nach unten beschleunigt wurde, hinter der Tragfläche tatsächlich nach unten strömen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen den Auftrieb bei Tragflügeln auf diese Weise etwas anschaulicher machen und eine schlüssige Erklärung liefern, die auf jeden Fall Reibung am Flügel braucht, die auf jeden Fall die Grenzschicht braucht, die auf jeden Fall die Kutterbedingung braucht, weil die Grenzschicht eben nicht um diese scharfe Kante herumströmen kann. Und ich habe daraus gelernt, dass das Wichtigste bei einem Tragflügel hinten eine scharfe Kante ist und das Profil des Flügels eigentlich gar nicht so wichtig ist. Das geht auch schon mit gebogenen, dünnen Flügeln, das geht letztlich mit einer schräg angestellten Platte. Und das ist auch der Grund, warum Sie Papierflieger aus ganz dünnem Material natürlich fliegen lassen können.